Also nimm mal alles auf, was ich abschraube, Eilosch, damit wir schön zurückspulen können. Siehst du das? Das ist die Lichtmaschine. Ah, hier, guck mal. Obwohl ich nichts gemacht habe, siehst du diese Stelle hier? Ach du, ey. Bevor wir reinschauen. Was? Warte. Was denn? War das denn? Hi, Dorf. Hallo. Das ist schon so eine Schiene. Was ist das denn für eine Schelle? Die habe ich ja gar nicht abgemacht. Was hat denn die Schelle hier abgemacht? Das weiß ich nicht. Das wird interessant, den wieder zusammenzubauen. Ich mache gerade hier ein bisschen Platz, weil wir den Phaeton auseinanderbauen. Ja, wir haben noch den Phaeton. Mann, ich habe es voll vergessen. Den wir für 2000 Euro gekauft haben. V10 TDI mit 313 PS und 750 Newton. Sehr, sehr interessanter Motor. Wer kennt es nicht als Mechaniker? Kurz einen V10 hochheben, dran schrauben, vielleicht kurz runter machen, damit wir an den Turbos und so drankommen. Dann so ein kleiner Service halt. Ja, ich habe den ja für 2000 Euro gekauft. Ja, für 2000 Euro dürft ihr nichts verlangen. Ich dachte, okay, Servo ist kaputt, Servolenkung. Schläuche, die gehen ja oft kaputt. Machen wir rein. Ist doch kein Ding. Von diesem ist doch kein Ding, ist jetzt der Motor. Weil wir gesehen haben, dass das Lenkgetriebe undicht ist. Hier ist das Lenkgetriebe. Hier drinnen. Das heißt, wir müssen den komplett auseinanderbauen, damit wir das Lenkgetriebe rausholen. Auch kein Problem. Dann haben wir Folgendes nochmal festgestellt, dass der hier jede Menge Öl verliert. Guck mal, da sind wieder Ölspritzer drauf. Wo kommen die denn jetzt auf einmal wieder her? Ist doch schön, der Motor ist ab. Jetzt können wir doch schön die ganzen Sachen beheben. Wir bauen den jetzt auseinander, ohne zu wissen, was alles mal kaputt ist. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt zusammen nach den Fehlern suchen. Heute geht es nur darum, wo verliert der Öl. Das ist sehr, sehr wichtig, weil der Motor lief ja einwandfrei. Das ist das Geile. Deswegen, motortechnisch brauchen wir zum Glück nichts machen. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie Köpfe und so abbauen. Weil das wäre bei dem V10 sehr schwer. Weil ich habe nichts von diesem Motor. Keine Drehmomentangaben. Keine Reparaturanleitung. Gar nichts. Auch aus dem Internet nicht rausfinden. Nein, hier ist kein Flachriemen. Gar nichts. Und wenn du von hinten schaust, siehst du auch, dass du kein Flachriemen hast. Und ja, er hat auch keine Kette. Es sind Zahnräder. Das ist Wahnsinn. Ist ein sehr, sehr interessanter Motor. Ob man sich damit beschäftigen sollte, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die müssen es leider machen. Wie ich zum Beispiel. Also ich brauche kein Mitleid, aber wenn ihr mitleiden wollt, schaut einfach zu. Ne? Egal, langer Rede, kurzer Sinn. Jetzt fangen wir an. Wir bauen den jetzt auseinander. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Hier sieht man, dass der hier extremst Öl verliert. Das ist die Tandempumpe, der zum Bremskraftverstärker geht. Das ist, kommt ja von der Tandempumpe. Tandempumpe ist ja Mehrzweckpumpe. Das werden wir zuerst ausbauen und dann gucken wir erstmal, wie die Dichtung darunter aussieht. Weil da bin ich auch gespannt, dass ich meine Werkzeugkiste hier dreckig machen muss. Ey. Mit so einer Werkzeugkiste macht es auch Spaß zu schrauben. Auch bei einer V10 TDI. Das sage ich euch. Ja, das ist schon ein Jahr her, wo wir den Motor hier abbauen. Ist schon so lange? Ja. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viele Schrauben wir haben. Ist hier eine Schraube? Weil wir müssen aufpassen, wir dürfen die Tandempumpe nicht auseinanderbauen. Weil den kann man ja auch nochmal auseinanderbauen. Vielleicht machen wir das sogar auch. Vielleicht müssen wir das sogar auch machen bei dem. Schraube 1, 2, 3 Schrauben. Dann müsste das Ding ab sein. Da bin ich mal gespannt. 3 Schrauben, Eilosch. Mhm. Eilosch ist immer beste Kamerafrau, weißt du so? Was denn? Mach doch schon. Ich ja, ist ja auch nicht auf. Jeden Tag so ein V10-Motor. Also ich sag einfach mal, Und dann werden wir sehen. Ja, natürlich. Manchmal würde ich auch nur die Kamera halten wollen und einfach nur zusehen. So. Ich kann auch schrauben. Gut, dass ich nicht schraube. Hä? Ich kann auch ein bisschen rumschrauben. Ja, das kann kein Problem. Das kann Eilosch echt. Ich helfe dir auch gerne. Das machst du doch, indem du die Kamera hältst. Warte mal, ich komme mal von der anderen Seite. Ich brauche seelische Unterstützung. Ja, glaube ich auch. Boah, guck mal. Allein das Ding ist schon durch. Ich hoffe mal, dass es die Tandempumpe ist, ne? Ein Ölverlust. Weil das war ja gar nicht auf dem Schirm. Hast du auch ein System, wie du das alles zusammenfindest später? Ne. Auf gut Glück.
die Schläuche an die richtigen Stellen. Wenn du jetzt alle Schläuche hier abmachst, ja, weißt du nachher, wo die überall hinkommen? Das weiß ich nicht. Das ist die Spritzufuhr. Nur zwei Dichtungen dabei. Die müssen wir natürlich auch erneuern. Hier ist die andere. So, jetzt müsste der eigentlich ja, so abgehen. Wow, was ich sofort sehe, guck mal, das ist ein Nockenbennsensor, ist hier verbaut. So kommt man auch super dran, ne? So siehst du schon, Eidosch, wie super viel Öl hier rausläuft, ne? Mhm. Wahnsinn. Aber das kann ja auch von Nockenbennsensor sein, nein. Ah, hier, guck mal, obwohl ich nichts gemacht habe, siehst du diese Stelle hier? Mhm. Hier siehst du auch, wie viel da Öl raus. Okay. Hier. Hier. Wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen auf jeden Fall so ein Reparaturset dafür. Aber wenn wir den jetzt schon mal abgebaut haben, werden wir den auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Echt jetzt? Diese Pumpe wird komplett auseinandergenommen. Ja. Schön, du siehst die Spuren schön. Und dann geht das schön runter. Guck mal, schön in die Mitte rein. Da ist eigentlich alles dicht. Siehst du das? Weißt du, wo die Lichtmaschine sitzt, Eidosch? Wo? Hier, drunter. Da drunter? Hier drunter sitzt diese Lichtmaschine. Es ist eine Sauarbeit, das Ding zu wechseln. Achtet mal, Leute. Oh nein. Wow. Das kommt von der Drosselklappe. Wahnsinn. Ich glaube, hier drüben wird es nicht so schlimm aussehen. Und tatsächlich, hier drüben sieht es nicht so schlimm aus. Klar, ein bisschen Öl habt ihr, aber nicht so viel. Die Seite ist der Turbo ja nicht richtig gelaufen. Deswegen, gut, jetzt bauen wir die Drosselklappen aus. Turbos und so werden wir heute nicht rangehen. Wie die Turbos sind, also es macht natürlich Sinn, wenn wir das jetzt anschauen und gegebenenfalls vielleicht die Turbos erneuern oder, was ich gerne liebe, ein bisschen upgraden das Ganze. Am Turbolader. Das ist Wahnsinn. Jetzt mit dieser Werkzeugkiste zu arbeiten, das macht ja auch einfach Spaß. Es ist, wie ich das gesagt habe, man ist einfach glücklich. Auch wenn man an einem V10 schraubt, weißt du? Man weiß ganz genau, scheiße. Das ist einfach nicht schön, die Aufgabe. Aber es macht Spaß, sagst du dir. Also nehmen wir mal alles auf, was ich abschraube, Eidosch, damit wir schön zurückspulen können. Ja, stimmt. Wir hätten erst mal Fotos machen können, vorher, nachher. Ja, danke. So. Können wir immer noch. Noch sind nicht viele Sachen ab. Du hast was verloren. Ja, das ist die Dichtung. Ach du, ey. Bevor wir wollen reinschauen. Was? Warte. Ja. Was war das denn? Das ist auch schon lange nicht mehr gesehen. Sag, wenn ich gucken darf. Da liebt man das doch, an VWs zu schrauben. Warte, nicht gucken. Ich muss erst den Kabel entfernen. So, da ist die Drosselklappe. Oh mein Gott. Was ist? Guck dir das an. Was? Guck dir das an. Ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Ja. Mach mal die Hand weg. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hier, achtet mal. Das ist, boah, und wie fest das ist, ne? Das ist Ruß. Das ist Ruß, sein Vater. Aber also nicht der YouTuber Ruß. Nicht der YouTuber. Gibt es so einen? Obwohl, er ist so klein. Der wird eigentlich hier rauskommen. So, hi, Ruß. Nein, natürlich nicht. Also, schöne Grüße an Ruß. Was denkst du denn jetzt, wie dieser Agär dann aussieht? Wie die Ansaugbrücke in der Mitte aussieht, ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Also hier müssen wir echt viel sauber machen. Das ist wie ein Überraschungsei. Weißt du, was geil ist? Weißt, ich freue mich jetzt schon, den wieder zusammenzubauen, wie der danach läuft. Wow. Wenn wir das wieder hinkriegen, dass er läuft. Ja, die sind auch voll.
Oh, der geht eigentlich, die Seite geht. Komischerweise, die Seite geht bei allem, ne? Bei der Seite haben wir überhaupt keine Probleme. Die Seite ist cut sogar voll gewesen. Bei der anderen Seite nicht, Alter. Mit den Schuhen. Nicht gut. Alter, du kommst hier auch voll mit Turnschuhen zur Arbeit. Ich hätte die anderen anziehen müssen. Ja. So, die Seite ist nie so wild. Und hier drunter sitzt der Ölkühler. Wo drunter? Da, wo du gerade bist? Hier drunter, genau. Keine Ahnung, wie viele Ölkühler der hat. Der hat schon einige. Getriebeölkühler, alles Ölgekühlt. Sogar der Kühler hat einen Kühler. So. Also hier Tandempumpe? Genau. Und das hier, Aldosch? Was ist damit? Das ist für die Lüftung. Von? Hol mir eine Lüftung. Ah. Bei dem ist ja alles doppelt. Ja, du hast ja quasi zweimal V5-Motor. Zweimal V5-Motor ergibt V10-Motor. Zwei Turbos, zwei Drosselklappen, alles doppelt. Alles doppelt. So. Was ist das? Kurbelnetlüftung. So, jetzt können wir die rausholen. Wer hat hier dran geknabbert hier? Hm, ich kann mir das gut vorstellen, wer das war. Wer denn? Ja, ein Mann da bestimmt. Ja. Boah, guck dir das mal an hier, Alter. Ach du Heilige. Du siehst ja innen drin gar nichts. Und weißt du, was das Schöne ist? Was denn? Das ganze Zeug wird jedes Mal angesaugt. Dein Motor bedankt sich bei jedem Gasstoß. Jetzt stell dir mal vor, du rennst und musst solche Sachen einatmen. Das ist Hammer. Und dann erwartet man noch von dir, dass du noch schneller rennst. Dann kommt der Kfz-Fuzzi, sagt hier, du kriegst noch mal ein Upgrade hier. Wenn ihr 0,6 Bar habt, sag ich mal jetzt Turbolader, und macht das Ganze noch mal auf 1 Bar erhöhen, ja, und dann kriegt ihr diese Dinger schön in den Motorraum und dann bam, Motorschaden. Und dann sagt ihr, ey, Tuning ist scheiße. Nein, nicht Tuning ist scheiße, das ist scheiße. Das muss weg. Aber das kommt doch wegen mangelnder Pflege. Was heißt mangelnder Pflege? Ja, derjenige, der das gefahren hat, das Auto, hat ja nicht gepflegt, würde ich sagen. Hat einfach gedrückt und erwartet, dass das Ding läuft. Ja, aber Aldosch, du kannst ja nicht von so einem Auto verlangen. Ah, hier, nimm mal meinen V10, hier, bau mal bitte hier kurz den Motor aus und mach mal die Andockbrücke hier einmal schön sauber machen. Mit Drosselklappe, das wäre toll. Dann kriegst du eine fünfstellige Rechnung, Aldosch. Und dann überlegst du das nochmal, ob du das nochmal ja, deinen Scheinig ersetzt. Ja, aber wenn das Auto jetzt frisch neu ist, so kaufst du so einen Phaeton damals. Was ja, der, also das passiert ja nicht sofort von heute auf morgen. Rußeinlagerung ist wie bei deinen Zähnen, die werden langsam irgendwann also gelb. Du kannst gar nichts machen, das wäre eh irgendwann gekommen. Ja klar, jedes Dieselauto. Oder ist es auch ein bisschen mangelnde Pflege? Nein. Gar nicht? Nein. Ja, das ist ja auch das Problem bei älteren Autos. Ne? Egal, was du anfasst, tust, das geht kaputt. Aber egal, die Leitung war ja so kaputt. Die hätte ich ja so oder so erneuern müssen. Die kommt von, ja, von dem hier. Und was ist das? AGR-Ventil. Der natürlich auch jede Menge Ruß in sich hat. Oh, ich mache mir gerade nur Kopfschmerzen, wie ich das hier raushole. Ehrlich gesagt. Der geht genau auf den Sensor. Oder Temperatursensor, soll das sein. Der müsste auch ab. Und dann haben wir natürlich jede Menge Schläuche, die ab müssen. Naja, wie der hier. Dann haben wir eine schöne Dieselleitung hier, die hier hingeht, die sie ein Stück ist. Die müssen wir auch abmachen, irgendwie. Das ist Schock. Lass den doch so verkaufen. Ja, du bist gerade am Umswitchen, so ich lass es doch lieber.
Das ist schon heftig, ne? Also, ich muss ja an diese Schrauben dran. Das ist das Problem bei uns Mechanikern, Leute. Viele denken, wir haben so ein leichtes Leben. Klar, wir bleiben immer sauber. Wir kommen super an diese Schrauben dran. Es macht einfach nur Spaß. Keine Arschlochschrauben. Ehrlich kaufen, selber schrauben. Wird Mechaniker. So, Eidosch. Überlegst dir gut. Noch kannst du dich entscheiden. Gibt's nichts zu entscheiden. Ich muss das abbauen. Da brauchen wir wahrscheinlich hier 2 Wochen, um das Ding auseinanderzunehmen, oder? 2 Wochen? Du kannst jeden Tag ein Video raushauen. So, endlich haben wir eine Schraube von der Ansaugbrücke abgebaut. Wir wissen jetzt, wo es war. Tag 47. Der Tag 47. Schon musst du halt abbauen. Sehr geil. Auch viel Ölverlust hier vorne direkt. Ach, der ist rund. Der ist rund. So, mit bisschen Liebe geht alles ab. Das ist so. Alter. Keine Panik. Jo, guck mal, das ist die Glühkerze. Ach, die war, guck mal, die ist kaputt. Das war ich jetzt nicht. Das war schon, ne? Also hallo? Ich war's nicht. Nee, das war ich nicht. Also, hä? Der war ab. Deswegen, ich guck da die ganze Zeit so rein. Ja, der war ab. Ja, es ist nichts Wildes. Also das Ding ist jetzt nicht kaputt, nur Plastikteil ist kaputt. Aber das müssen wir wieder dran machen. Alles gut, okay. Ich habe mich nur gerade gewundert. Weißt du, was auch sehr interessant hier wird, Aldosch? Die Glühkerzen bei einem V10 zu wechseln. Du hast 10-mal die Möglichkeit, dass sie abreißen. 10-mal. Ja, Mann. Das ist auch der Stecker gerade von den Glühkerzen. Du lachst ja noch. Das ist ja gut. Aidosch, glaub mir. Ich lache auf Verzweiflung, Aidosch. Wenn du einmal ans Handy dran gehst. Da sieht es so aus. Du hast kürzere Finger. Müssen wir erstmal das hier rausholen. Zweite Schraube. Das müsste eigentlich auch gewesen sein. Jetzt müsste der. Ja, bewegt sich schon. Das ist das Gute. Ja, hier drunter hat er auch noch einen. Die sind nur geklipst hier. So. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Klar, ein Sensor. Können wir ja auch sofort. Super. Siehst du das? Das ist die Lichtmaschine. Der Oschi hier. Mit einem schönen Zahnriemen versehen. So, die Wasserleitung. Also ich bin echt mal gespannt, wie viele Mechaniker mit mir tauschen wollen jetzt. Nix. Guck mal, der ist auch kaputt. Auch eine Glühkerze. Das war ich nicht. Wieder nicht du? Nein, das war doch, hast du doch gesehen. Das die Ding war locker. Schon so raus, oder wie? Warum sind die denn so locker? Hä? Warum sind die denn schon so locker? Das ist alle kaputt. So, ihr seht, man kriegt diese Leitung einzeln und genau diese Leitung müssen wir kaufen. Aber das ist ja auch ganz normal, ne? Die Hitze staut sich da schön und dann geht es mal kaputt. Wird nur interessant sein, wie die Glühkerzen sein werden. Ne? Da können wir ja mal Interflom mal ausprobieren. Ja, jetzt zieht diese Leitung raus. Und danach können wir unsere Ansaugbrücke abbauen. Aber dann bin ich gespannt, wie es unter dieser Ansaugbrücke aussieht. Ne? Ich auch. Ja. Akku haben wir leider nicht mehr, ne? Gleich Batterien ersetzt. Okay, dann lassen wir das heute so, weil ich muss mir so erstmal die Werkzeugkiste schön sauber machen. Das dauert so lange. Und dann machen wir weiter. Wie viele Dichtungen hier noch kaputt sind. Weil hier drunter verliert ja noch extrem zu Öl. Das wird auch spannend.